Da ist sie, meine geliebte Leonie. Sie ist leider taub. Ich könnte jetzt, sie hat mich, glaube ich, auch noch nicht richtig gehört und noch nicht richtig wahrgenommen, sonst wäre sie schon angekommen. Die hätte ich auch noch nicht gesehen. Nee, aber das ist auch gut, weil ich muss sie einmal abwimmeln, weil ich ja so allergisch bin. Aber die liegt hier richtig schön in der Sonne. Ach, ich hab sie lieb. Tja, vor einigen Jahren hätte ich wahrscheinlich mit einem Katzenvideo angefangen. Und auch wenn es meine Top 10 Katzen hier noch geben wird, so fangen wir heute tatsächlich an mit meinen Top 10 Hunden oder Hundewesen, halt zum Beispiel auch Wölfen aus Videospielen. Ich habe halt im Laufe meiner Beziehung immer wieder Freundinnen bekommen mit Hunden und gerade in meiner derzeitigen Beziehung mit Sammy, der kleinen französischen Bulldogge, habe ich mich halt richtig in diese Bulldoggen verliebt und generell in Hunde und ich liebe Hunde und deshalb meine Top 10 Hunde. Wie gesagt, Wölfe mit drin, weil ich habe jetzt keinen Bock, extra noch ein Video über Wölfe zu machen. Tolle Tiere. Wir fangen an mit Platz 10. Auf Platz 10 haben wir Okami. Also das Spiel heißt Okami. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie dieser Wolf heißt. Ich habe das Spiel gespielt, ich bin noch nicht mal ein riesiger Fan des Spiels, aber der ist so cool. Der ist so cool designed und sieht so abartig gut aus, dass ich, obwohl ich jetzt kein riesen Fan von dem Spiel Okami bin, ich fand das mit diesen Zeichnen komisch, ich fand aber den Stil von diesem Spiel schon immer cool, fand die Musik von dem Spiel cool und einfach diesen Wolf, ich fand den so cool. Deshalb hier auf Platz 10 ein netter kleiner Einstieg. Auch auf Platz 9 haben wir noch einen relativ seichten Einstieg, General Pepper aus der Star Fox-Reihe. Er taucht natürlich in den reinen Star Fox-Ballerspielen auf, auch in den anderen Star Fox-Spielen taucht er immer mal wieder auf. Er ist halt der Boss, ja, er ist der Big Boss, der Obermacker. Er erteilt immer die Befehle, du siehst am Anfang immer so den Auftrag, also deine Mission praktisch, das, was du schaffen musst. Und deshalb ist General Pepper irgendwie so ein kleiner Teil deiner Star Fox Crew. Er gehört nicht dazu, aber es ist so wie dieser komische Fischgeneral aus Star Wars. irgendwie gehören diese komischen Tiere dazu. Und deshalb musste ich eigentlich relativ schnell an General Pepper aus Star Fox denken. Auf Platz 8 haben wir Repeat. Repeat ist ein Hund, der tatsächlich aber auch eher so ein Hund ist. Also jetzt nicht so ein Hund-Mensch-Charakter so wie General Pepper. Trotzdem ist Repeat tatsächlich ein Teil deiner Crew. Du kannst mit Repeat kämpfen. Du kannst ihn sogar zum Anführer deiner Gruppe machen. Er redet aber nicht. Aber er hat irgendwie ein inneres Verständnis zu Yuri. Das heißt, Yuri kann immer interpretieren, was er sagt. Und er ist auf jeden Fall ein vollwertiges Mitglied der Truppe. Er darf auch immer mit abstimmen. Ja. Und er ist ein treuer Begleiter einfach. Man hat diesen Hund, man hat Repeat einfach echt gerne. Es ist außerdem super cool, wie er kämpft mit den Waffen in seinem Maul. Ein richtig tolles Tier. Und es gibt teilweise auch echt emotionale Cutscenes zu diesem Hund, der diesen Charakter, sage ich mal so, tatsächlich auch ein bisschen Hintergrund gibt. Das fand ich echt ziemlich süß gemacht. Judith, nice to meet you. Hey, why is he letting Judith pet him? Maybe the little pup's a fan of pretty girls. But I'm a pretty girl too! My, my. Why doesn't he like me? Auf Platz 7 haben wir Nuish. Nuish ist halt so ein Ding, er wird extra immer wieder in diesem Spiel Tales of Symphonia als Hund bezeichnet. Ja, es ist kein Reittier, es ist dein Begleiter Nuish und der hat tatsächlich hier sehr viel Charakter bekommen, weil er hat eigene Ängste, bei denen er immer davonläuft, aber er lässt Leute halt nie wirklich im Stich, sondern er ist immer da. Wie gesagt, ein treuer Begleiter. Du kannst mit ihm die ganze Zeit über die Oberwelt reisen, weil ohne Nuish ist das natürlich zu gefährlich. Aber Nuish alleine lassen ist halt auch gefährlich. Und du musst immer ein bisschen auf den aufpassen. Und er ist einfach immer für dich da. Und
Ja, das sollen doch Hunde auch eigentlich so sein, oder? Das heißt, Nuish ist hier die erste richtige Verkörperung eines Hundes, der als treuer Begleiter auf dich aufpasst, immer bei dir ist und für dich da ist und dich lieb hat und sich kuscheln lässt. Auf Platz 6 haben wir Poochie aus Yoshi's Island Super Mario World 2. Und ich habe jetzt Yoshi's Woody World mit der Poochie Edition, habe ich noch nicht gespielt, aber ich fand einfach Poochie schon damals, jetzt fest der Name, super süß, Poochie. In Yoshi's Island fand ich ihn einfach so eine coole Zusatzoption hier irgendwie. Es gibt halt einige Level, wo du halt mit Poochie über, ich finde den Namen so süß, über Lava gehen musst, also auf ihn rauf musst du gehen, er geht dann halt nach vorne. Die Steuerung, also Poochie zu steuern, er ist halt hier tatsächlich so eine kleine bockige Dogge irgendwie, habe ich das Gefühl. Der macht, was er will, der geht einfach nur voran. Er passt nicht auf dich auf, ob du von ihm runterrutscht oder so, er geht einfach. Und ja, es gab die Level, wo du über Lava oder über Stacheln dich halt mit Poochie da irgendwie rüber buxieren musstest. Hat sehr viel Spaß gemacht, gab den Ganzen mal so etwas kleine andere Note. Poochie war auch immer deshalb meistens in diesen blöden Scrolling-Leveln irgendwie vertreten. Und ich glaube, ich habe tatsächlich echt Bock, Poochie hier nochmal in dieser neuen Yoshi's Woolly World Edition zu spielen. Mal gucken, vielleicht gucke ich mir das nochmal an. Mamma mia. Aber an Platz 5 muss ich tatsächlich relativ schnell denken, als ich mich dazu entschlossen habe, hier eine Hundetopliste zu machen. Das war das Rush aus der Mega Man-Reihe. Rush tritt in so gut wie allen Mega Man-Spielen auf. Er hat natürlich in der Mega Man-Serie einen coolen Auftritt, wo er auch ein bisschen mehr Charakter bekommt. Rush ist hier irgendwie eher so eine Mischung aus Roboter und Hund, hat tatsächlich ein bisschen Charakter. In einigen ganz komischen Mega Man-Folgen redet er auch, weil er ja als Roboter programmiert wurde. Total bescheuert, aber halt vor allem Gameplay-mäßig war er ja auch immer sehr interessant. Du kannst auf ihn raufspringen und nach oben dich katapultieren lassen. Du konntest auf ihm von links nach rechts fliegen. Und er hat immer mal wieder über verschiedene Mega Man-Spiele kleine eigene Feinheiten bekommen, ein paar Eigenschaften, die sich von Spiel zu Spiel geändert haben. Aber auf jeden Fall war er auch hier immer dein treuer Begleiter, der dir zur Seite gestanden hat und dir praktisch manchmal Orte oder Fluchtmöglichkeiten eröffnet hat, die du ohne Rush, deinen kleinen roten Hund, eben nicht erreicht hättest. Auf Platz 4 haben wir ja, den Kettenhund aus der Super Mario-Reihe. Angefangen hat das Ganze eigentlich nur so ganz banal mit diesem blöden Kettenhund, der immer wieder auf dich losstürmt und dich immer sofort getötet hat. Dann in Super Mario 64 war das schon ein bisschen witziger, weil diese Kettenhunde teilweise echt auch in die Quests eingebunden wurde, du ihn loslassen musstest, von seinen Ketten befreien musstest. Und dann wurde es halt immer witziger, weil dann kam auch langsam so diese Mario-RPGs dazu. Und diese Kettenrunde hatten irgendwie immer ihre komischen kleinen Auftritte als Gegner in den Super Mario-Spielen, aber halt vor allem in diesen Super Mario-RPGs, also vor allem in den Mario- und Luigi-Spielen und in den Paper Mario-Spielen, gab es dann auch irgendwann so die ersten Kettenhund-Charaktere, die gesprochen haben, die Charakter bekommen haben, total witzig und total lustig in die Story eingebunden wurden. Und einfach, weil es so ein wiederkehrender Charakter in der Super Mario-Reihe ist, nicht nur als Gegner, sondern wie gesagt auch irgendwann als echt witziger Charakter, musste ich eigentlich auch relativ schnell an die Kettenhunde aus Super Mario denken. Auf Platz 3 haben wir Link. Ja, der Link ist ein Wolf. Natürlich in Twilight Princess, ja, wo sich Link natürlich mit Hilfe von Midna oder aufgrund von Midna in einen Wolf verwandelt. Und das war einfach so ein Wow-Effekt, so ein toller Gameplay-Zusatz. Ich weiß, viele mochten diese Wolf-Szenen nicht. Ich fand das absolut geil.
Es hat so viel Spaß gemacht, als Wolf rumzulaufen, als Wolf zu kämpfen, als Wolf deine Spürsinne zu benutzen, als Wolf mit Mieden auf dem Rücken Sachen zu transformieren. Ich fand das einfach so unglaublich atmosphärisch, so unglaublich cool, in dieser Dunkelwelt nicht wirklich existieren zu können und deshalb zum Wolf zu werden. Ich fand, das hatte was Bedrohliches, was Düsteres und ich habe diese Wolf-Passagen geliebt, in diesem komischen, dunklen Abschnitt von Hyrule rumzulaufen. Das fand ich unglaublich gut und deshalb der Wolf-Link hier auf jeden Fall ziemlich weit oben platziert in der Liste der Hunde und Wölfe. Ja, es gibt offensichtlich auch einige Hunde-Pokémon. Und klar hat man relativ schnell an die drei legendären Hunde gedacht. Und es gibt auch andere kleine Hundewesen. Snubbull zum Beispiel, was dann ja tatsächlich auch eine Bulldogge ist. Aber mein Lieblingshund als Pokémon ist und bleibt Hundemon. Es ist sowieso eins meiner liebsten Pokémon. Feuer und Unlicht, damals einfach nur geil. Einfach nur so geil. Ich habe den Unlicht-Tipp. Typ einfach geliebt. Ich habe Feuer-Pokémon geliebt. Ich habe geliebt, wie dieses Pokémon aussieht. Hundurster fand ich schon cool. Totenkopf, Schwarz und Hund und einfach nur geil. Und Hundemon ist so cool und ich ärgere mich, dass ich hier einfach kaum Hundurster zurzeit in Kiel finde, wegen Pokémon Go, auch wenn da relativ die Luft schon ganz gut raus ist. Trotzdem hätte ich eigentlich noch gern, ganz gern Hundemon. Ich finde dieses Pokémon einfach nur vom Design her abartig gut. Es ist stark. Es ist einfach nur gut. Und deshalb Hundemon hier auf Platz 2. Oh Mann, Platz 1. Ah, viele werden es wissen, aber wir gucken uns erstmal Honorable Mentions an. Da haben wir diesen Fischhund aus Conker's Bad Fur Day. Natürlich diesen dummen Hund aus Duck Hunt. Dann einige Hundebegleiter und Reittiere aus World of Warcraft. Vor allem diesen coolen, großen, doppelköpfigen Hund. Den Hund aus Breath of the Wild, also irgendein Hund, den du als Begleiter nehmen kannst, der dich dann zu Schätzen führt, das fand ich so cool, auch wenn du sie leider nicht streicheln kannst. Dann die coolen Hunderennen aus Ocarina of Time und diesen coolen Geisterhund aus Luigi's Mansion 2. Mein Platz 1. Klare Sache, gar keine Diskussion, mein Platz 1 ist und bleibt Sif aus Dark Souls. Nur allein von Dark Souls 1 ist es wahrscheinlich mal einer meiner absoluten liebsten Bosse. Ich liebe Artorias, ich liebe die ganze Sage um Artorias, wie er in den Abyss gegangen ist und diese Geschichte um seinen Träumbegleiter Sif, den er bei sich hatte, den Wolf, den er aufgezogen hat, der zu seinem Träumbegleiter wurde. Und dass Artorias vor seinem Tod extra ihm noch sein Großschild gegeben hat, um Sif abzuschirmen von dem ganzen Abyss, um ihn zu beschützen. Und dann diese ganze Story im DLC. Das hat dem Ganzen so die ganze Krone aufgesetzt. Das ist der Grund, warum Sif hier bei mir so auf Platz 1 weilt und ich diesen Wolf, beziehungsweise diesen Hund ja praktisch einfach nur richtig liebe. Dass er ja mit Artorias umhergezogen ist. Und wenn du halt gegen Manus am Ende kämpfst und vorher Sif beschwörst, hier als praktisch als alten Retter, als alten Begleiter und mit Sif zusammen Manus besiegst, um ja praktisch Artorias zu helfen. Und dann erst gehst du im Hauptspiel zu Sif zurück, dann reagiert Sif anders auf dich und erkennt dich, bevor er dich angreift. Und warum greift er dich an? Nicht um dich zu töten, sondern um dich davon abzuhalten, in den Abyss zu gehen, weil er genau weiß, was mit dir passiert. Das heißt, auch für dich ist er hier nicht irgendwie nur einfach ein Boss, den du besiegst, sondern er ist ein Hund, ein Wolf, der einfach seinen Herrscher und dich dafür beschützen möchte, in etwas zu tun, wovon er weiß, dass es nicht gut für dich enden wird. Und das Ganze gibt einfach diesem Tier so viel Charakter, dass ich einfach die ganze Geschichte um Sif und Artorias so verschlungen habe und so toll finde, dass ich diesen Boss einfach nur unglaublich gut finde. Ja, und deshalb ist Sif mein liebster Hund, mein liebster Wolf aus Videospielen. Ja, das waren meine Top 10 Hunde aus Videospielen.
Jetzt möchte ich natürlich in den Kommentaren lesen, was sind eure liebsten Hunde oder hundeartige Wesen aus Videospielen? Haut ein bisschen was in die Kommentare, ich will was lesen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Tim sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.